Die fünf häufigsten Corona-Fehler. Welche das sind, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Ja, es tut mir echt schon fast leid. Dieser Podcast ist eigentlich eine Idee, die ich mir schon lange gedacht habe, dass ich die machen wollte. Und wie der Name schon sagt, sollte es hier um irgendwas mit Immobilien gehen. Immobilien ist das Thema oder das ist der Kern dieses ganzen Podcasts. Wenn man sich jetzt aber die Timeline anschaut, die Folgen anschaut, dann kann man meinen, das ist ein Corona-Podcast, weil es gibt fast keinen Teil oder keine Folge, wo nicht Corona ein Bestandteil oder sogar ein Hauptteil ist, wie auch in dieser Folge. Sorry for that, aber die Gegebenheiten sind nun mal so, dass aktuell Corona durch diesen krassen Auswirkungen mit dem Lockdown, mit dem Shutdown einfach so massive Ausprägungen hat auf den Immobilienmarkt, dass wir einfach dieses Thema beleuchten. Also von daher seh es mir nach und ich verspreche dir auch, es wird nicht alles auf Corona in diesem Kanal gehen. Die nächsten Folgen sind schon abgedreht und surprise, surprise, es geht nicht um Corona, aber in der heutigen Folge. Die fünf häufigsten Fehler zu Corona-Zeiten. Meine Top 5. Nummer 1. Keine Vermietung und Verkäufe durchführen. Ob ihr es glaubt oder nicht, Corona, es gab den Shutdown, es gab die ganzen Auswirkungen von der Bundesregierung. In den ersten 2 Wochen gab es im gesamten Essen nur 3 Makler, die Besichtigung durchgeführt haben, mit uns zusammen. Ich glaube, es gibt im Ruhrgebiet, ich weiß nicht, über 600 Makler. Das muss man vorstellen. Und es ist so, wir arbeiten auch mit mehreren großen, einer der größten Vermieter Deutschlands zusammen, wo wir für die diverse große Portfolios vermieten. Und die haben selbst gesagt, ist uns so unsicher, wir möchten die Vermietung momentan einstellen. Aus unserer Sicht absolutes No-Go. Es ist so, es ist jedem freigestellt, zu besichtigen, nicht zu besichtigen. Es gibt Auflagen, die man erfüllen kann und nicht erfüllen kann. Man kann durch digitale Medien total gut auch remote etwas durchführen, eine 3D-Besichtigung durchführen, eine virtuelle Tour aufnehmen. Man kann Phantombesichtigungen durchführen, man kann also die Leute einfach einzeln durchschicken. Muss man immer natürlich, klar, immer gucken, wie die Gegebenheit ist. Ist die Wohnung vermietet, nicht vermietet? Ist das Objekt begehbar? Lässt der Mieter einen rein? Lässt der Mieter einen nicht rein? Und so weiter. Alles klar, jetzt nicht genau im Detail gesprochen. Aber für mich ist der größte Fehler, den ich momentan gesehen habe zu Corona, dass Eigentümer und Firmen die Vermietung und die Verkäufe eingestellt haben. Aus meiner Sicht ist es ja so, der Cashflow, wo kommt der her? Aus der Miete. Das heißt, wenn ich nicht für Neuvermietung sorge oder wenn ich halt nicht rechtzeitig für eine Neuvermietung sorge, also sprich meinen Nachmieter nicht zeitig stelle, habe ich aus meiner Sicht immer ein Problem. Es ist immer ein Verlust, wenn eine Miete nicht kommt, auch wenn es nur ein Monat ist oder noch länger ist, umso schlimmer. Und für uns gibt es aber intern den Satz, der Leerstand beginnt mit dem Zugang der Kündigung. Das heißt also, wenn ein Mieter eine Kündigung ausspricht und wir die erhalten, dann gilt bei uns intern das Objekt schon als Leerstand. Das heißt, wir gehen genau daran, als das Objekt leerstehen würde. Wir gucken sofort rein, wir schauen, dass wir sofort Zugriff darauf kriegen, wir schauen sofort Fotos zu machen, machen direkt einen Fototermin und wir sind bestrebt, dass das Objekt zwischen 3 und 5 Werktagen sofort bei ImmoScout schon als Nachmieter inseriert wird. Das ist das, was wir unter Vermietung verstehen. Und für mich war der fatalste Fehler, den viele gemacht haben, dies nicht zu tun. Punkt 2, Mieten erlassen statt Stunden. Die Bundesregierung hat ja beschlossen, dass man jetzt für 3 Monate, wenn man dort die Miete nicht bezahlt hat oder nicht zahlen kann, dass man dafür nicht sofort gekündigt werden kann,
sondern erst ein Jahr später. Verständlich. Es gibt viele Betriebe, die davon einen Impact sofort gespürt haben, wenn die schließen mussten. Auch die Inhaber geführten Betriebe erst recht. Am besten noch, wo die Frau mitarbeitet, im selben Betrieb, wo dann am besten beide Einkommen wegfallen. Gar keine Frage. Aber dennoch haben wir immer gesagt, eine Miete wird niemals erlassen. Die wird höchstens gestundet. Gestundet heißt, wir sagen, die Miete, die heute fällig ist, zahlst du nicht heute, sondern erst in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Monaten, wie auch immer, in den Raten, Rate so und so und so, wie auch immer. Aber man behält nicht den Anspruch auf die Zahlung. Mit einem Erlass habe ich meinen Anspruch für immer außer Hand gegeben. Das heißt auch, wenn der Laden nachher später aufmacht und wieder läuft, und der Pächter wieder Geld verdient, auch dann kann ich hingehen und sagen, ja, aber hör mal, hast du noch was offen gehabt? Erlass ist Erlass. Das heißt, aus meiner Sicht ist immer, wenn jemand davon betroffen ist, es gibt bei uns immer eine Stundungsvereinbarung, es gibt dazu einen Vertrag, den wir mit den Personen schließen. Punkt. Wir reden auch über die Miete. Miete heißt Kaltmiete, nicht Betriebskosten. Das erklären wir auch ganz klar. Die Betriebskosten, die zahlt der Eigentümer quasi teilweise in Vorkasse, aber das sind Kosten, die ein Vermieter nur durchreicht. Dadurch wird er nicht mal reich, im Gegenteil. Ab und zu muss er auch hinterherlaufen, weil jemand die Betriebskostenvorauszahlung nicht zahlt oder weil die Nachzahlung nicht gezahlt wird. Das heißt also, wir reden immer nur über Kaltmieten. Betriebskosten sind immer in voller Höhe weiterzuzahlen, weil das ist ein durchlaufender Posten. Das ist nichts anderes für den Vermieter, außer dass er den von den Mietern nimmt und an den Versorger, an die Wohngebäudeversicherung, an den Stromanbieter, an die Gaslieferanten weiterzahlt. Mehr ist das ja nicht. So, Punkt 3. Kein Nachweis für die Ursache Corona fordern. Es ist so, dass viele bei uns echt viele angerufen haben und wir haben das Gefühl, die haben probiert, einfach die Miete nicht zu bezahlen. Und haben gesagt, ja, irgendwie die haben jetzt gerade kein Geld und das funktioniert gerade nicht und so weiter. Und da haben wir ganz klar bei uns intern so einen Workflow erstellt, wo dann ganz klar geregelt ist, zum einen muss der Mieter den Zusammenhang mit Corona glaubhaft machen. So, das kann auf verschiedene Arten dargestellt werden, gar keine Frage. Das kann auch immer der Bearbeiter oder der Objektmanager selber entscheiden, was er für glaubhaft hält, was nicht. Das ist ja meistens mit einem gesunden Menschenverstand und erst recht, wenn er bei uns arbeitet, hat er den, das ist ja klar, festzustellen. Aber wir haben ganz klar gesagt, nur weil jemand anruft und sagt, ich habe jetzt finanzielle Schwierigkeiten, das reicht noch lange nicht. Also das ist für uns kein Grund, das zu stunden. Wir haben immer gesagt, okay, wenn dem so ist, dann brauchen wir einen Zusammenhang mit Corona. Wo liegt der genau? Bitte belegt das auch noch dabei. Ne? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt meinen Job verloren, weil ich im Gastrobereich war, dann haben wir gesagt, okay, wo ist eine Kündigung? Zeigt mal die letzte Lohnabrechnung, dass man auch sehen kann, Arbeitgeber war halt ein Restaurant oder eine Kneipe oder was auch immer. So, das heißt, wir haben also ganz klar gesagt, wir brauchen einen konkreten Nachweis, der überprüfbar ist. Und wenn du den lieferst, klar, wir möchten niemandem das Recht nehmen, also wir brechen keine Gesetze, aber wir bestehen auf diese wenigen minimalen Möglichkeiten, die wir haben, auf die bestehen wir. Ganz bestimmt. So, und ich glaube, wir haben das leider nicht gezählt, wir haben sonst schon mal gerne, dass wir dann bei uns im Team besprechen, dass wenn so spezielle Sachen sind, dass wir sagen, okay, da macht eine Strichliste und dann gucken wir einfach mal in einer Woche, wie oft das vorgekommen ist, haben wir in dem Fall leider nicht gehabt. Wir müssten aber um die 40 bis 50 Leute gehabt haben, die das gesagt haben. Und wir haben letztendlich 2 Stundungsverträge daraus geschrieben. Also nur, dass du einfach mal so ein Gefühl dafür kriegst, wie viele Leute einfach mal so nach dem Motto, man kann ja mal fragen, oder? Ne? Und wie viel dann wirklich daraus wirklich gestundet wurden. Also das ist so unser, bisschen gefühlt, wie gesagt, das ist nicht wirklich komplett alles dokumentiert gewesen, aber das ist so unsere Erfahrung dabei, wie viele Leute das einfach probiert haben, nach dem Motto, ja, Fragen kostet ja nichts und mal sehen, was dabei rumkommt. Ne? Jeden Tag steht ja ein Dummer auf, ne? Vielleicht ist er ja beim Verwalter. So, Punkt 4 der häufigsten Corona-Fehler, keine Verzinsung. Es ist so, wenn wir eine Miete stunden,
dann sichert mir das BGB Verzugszinsen zu. 5% über den Basiszinssatz. Ich habe bisher bei vielen Kollegen gesehen, dass die das nicht einfordern, obwohl es einem zusteht. Fatal. Also als Vermieter habe ich so wenige Möglichkeiten. Ich habe so wenig Karten in der Hand. Es gibt ja eigentlich den Grundsatz der Waffengleichheit. Also eigentlich war es ja früher so, dass ja die Vermieter immer die Bösen waren und immer den armen Mietern alles vordiktieren konnten und die konnten halt irgendwie die behandeln, wie Lust und Laune hatten. Und das sollte halt dadurch halt eingedämmt werden, dass es vor Gericht eine Waffengleichheit gibt. Das heißt also, der Mieter und Vermieter sollten von der Justiz her gleichgestellt werden, mit den gleichen Waffen handeln können. Ich finde, in vielen Sachen ist es nicht so, dass man vielleicht hat. Ich finde, in vielen Sachen ist echt so, dass man meint, der Mieter hat deutlich bessere Karten und der Mieter hat mehr Möglichkeiten als Vermieter. Und gerade dann muss ich doch alle meine Möglichkeiten nutzen. Wenn ich doch nur 10 Optionen habe, dann ziehe ich doch alle 10. Ne? Und da verstehe ich nicht, dass es Leute gibt, die einen Stundungsanspruch ohne Verzinsung ansetzen. Ne? Also denk dran, BGB sichert dir 5% über den Basiszinssatz zu. Gut, der ist momentan negativ, aktuell kriegst du 4,88, aber wo kriegst du momentan 4% plus x Zinsen? Such dir ein Tagesgeldkonto, such dir was, wo du über 4% kriegst, kriegst du nirgendwo. Ne? Also von daher auch vielleicht eine gute Anlage, wenn man die natürlich später eintreiben kann. Das ist natürlich eine andere Frage, lass uns mal außen stehen, das ist ja nicht die Kernaussage von Punkt 4. So, fünfter Punkt. Das ist ein spannendes Ding, weil das habe ich momentan total stark erlebt. Und das ist eine Diskussion, die habe ich schon so oft gehabt. Beim Kauf. Erst Kreditvertrag und dann der Notarvertrag. Das ist ganz klar. Die Reihenfolge ist auch sowas von klar. Ich habe das aber schon so oft gehabt. Wir sind ja nicht nur im Management tätig, wir sind ja als im Vertrieb, also auch im Verkauf tätig. Ich habe so oft jemanden beim Notar sitzen, der noch keine Finanzierung oder Zusage hat, klar natürlich, also das ist in der Regel, ist das aber Zweizeiler von der Bank, oft aber auch mit Freizeichnung, also sprich in der letzten Zeile steht drin, vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstandes oder vorbehaltlich der genauen Prüfung oder Sachverständigenprüfung oder ähnliches, aber so immer ne, ein kleiner Freizeichnungssatz dabei und die sitzen beim Notar und unterschreiben schon, ne, wo ich dann sage, ja, jetzt hast du Verbindlichkeiten geschaffen, aber du hast doch keine Garantie, dass du das Geld auch kriegst. Und das ist ein Thema, das finde ich heute noch viel, viel wichtiger, als es früher schon war. Denn es ist so, dadurch, dass jetzt die Zeiten eventuell unsicher sind oder unsicherer werden als vorher und Banken länger für die Bearbeitung brauchen, kannst du von zwei Perspektiven jetzt Schwierigkeiten kriegen. Zum einen, was machst du, wenn den WÜ, also den wirtschaftlichen Übergang, zu schnell setzt? Es ist ja oft so, oder es ist eigentlich immer so, der Käufer möchte am besten zu morgen kaufen und der Verkäufer möchte am besten zu gestern verkaufen. Also man hat sich immer sehr schnell geeinigt, dass der nächstmögliche Zeitpunkt, also sprich das, was der Notar und das Grundbuchamt und die ganzen Fälligkeiten hergeben, dass das immer das Kauft oder der WÜ ist. Aber was machst du, wenn jetzt aber deine Bank für die Bearbeitung nicht mehr 2 Wochen braucht, sondern 6? Aber du hast ein WÜ in 4 Wochen. Das muss man momentan einkalkulieren. Ich meine, ich glaube, halb Deutschland ist im Homeoffice. Nicht alle Banken sind digital aufgestellt und nicht so aufgestellt, dass sie da so schnell darauf reagieren können. Auch ist das Thema Krankheiten vielleicht, wenn jetzt ein Team vielleicht Corona hat oder vielleicht einige davon, die in Quarantäne sitzen, vielleicht daher überhaupt nicht arbeiten. Also ganz klar, Bearbeitungszeit deutlich, deutlich länger, teilweise doppelt bis dreimal so lange wie vorher. Das Zweite ist, was wir auch am eigenen Leib ist jetzt falsch gesagt, wir haben einen Verkauf begleitet und da gab es diesen Vorgang. Zusage, wie gesagt, mit Freizeichnung wieder. Wir haben schon beurkundet und dann sagt die Bank, ja, wir brauchen jetzt aber mehr Sicherheiten. Wir hatten zwar eine Zusage für den mit der Deckung gehabt, aber wir müssen jetzt nochmal 10% mehr an Sicherheit haben. Ne? Unsichere Zeiten ist ja mal so, dass meistens dann mehr EK oder mehr Sicherheiten gefragt werden. Was machst du denn dann? Daher, ich habe das schon so oft diskutiert mit vielen, vielen Leuten. Einige meinen, das wäre ein Henne-Ei-Problem. Was will ich zuerst, Geld oder Immobilie? Klar, beides hängt miteinander zusammen. Aber wenn du das Geld nicht hast, kriegst du Schwierigkeiten mit der Immobilie.
Und denk dran, du kannst den Kreditvertrag auch widerrufen. Man kann eventuell kündigen. Also da muss man jetzt genau gucken, leg das nicht als auf die goldene Waage, denn es kommt ja auch noch an, kaufst du privat, kaufst du als GmbH, kaufst du als GVG. Also bist du Endkunde oder bist du Business-to-Business-Kunde, dann hast du natürlich wieder andere Abhängigkeiten. Aber für mich ist immer noch der beste Weg, du besorgst jetzt zuerst die Finanzierungszusage, dann holst du denn das Geld, also sprich die Finanzierung, du unterschreibst den Finanzierungsvertrag. Und dann gehst du am besten nächsten Tag zum Notar, aber erst dann. Und was ich festgestellt habe, ja, bisher war das so, du konntest mit Schnelligkeit beim Kauf sehr, sehr, sehr gut punkten. Wir haben viele Kunden, die haben eine gewisse Kriegskasse, die haben von vornherein gesagt, pass auf, ich kaufe die Immobilie direkt in bar und hole mir die Finanzierung im Nachgang. Ne? Das hat immer gezogen. Ich brauche keine Finanzierungszusage von der Bank. Ich kann theoretisch Geldfluss schon am nächsten Tag sicherstellen. Das war eigentlich immer so, wo da hast du alle mit ausgestochen. Ne? Weil was war das andere? Das andere heißt, okay, ich muss zur Bank. Die Bank sagt, okay, ich brauche jetzt einen Sachverständigen, einen Gutachter oder einen Schätzer, je nachdem, welche Kategorie wir sprechen, also sprich, was der Kaufpreis ist, in welchem Volumen das Ganze sich bewegt. So, die brauchen in der Regel 7 bis 10 Tage Vorlauf. Ne? Danach schreibt er einen Bericht, den schreibt er meist am Wochenende, das heißt, ich sag mal so eine halbe Woche, Woche später geht er zur Bank und dann sagt die Bank, sagt, okay, Daumen hoch, Daumen runter oder halt, weiß ich nicht, Nachbeleihung unter den Auflagen, wie auch immer. Es vergehen immer gute 2 bis 3 Wochen, bis ich dann eine Zusage kriege. Unsere Erfahrung ist, dass momentan aber die Käufer damit gut leben können. Und die Verkäufer, die nehmen das auch hin, weil die einfach verstehen momentan, oder die haben Verständnis dafür, dass momentan das alles, die Zahnräder halt langsamer sich drehen. Das ist halt momentan so. Ich meine, geh mal einkaufen. Es ist mittlerweile üblich, dass du zum einen eine Maske aufsetzt, was ich, weiß nicht, immer noch befremdlich finde, selbst heute noch. Aber es ist auch normal, dass man 20 Minuten erstmal vor einem Laden stehen muss, weil es dürften nur 20 Einkaufswegen rein. Und das ist halt momentan so, nimmt jeder hin. Also so eine Entschleunigung, finde ich, ist heutzutage vom Verkäufer durchaus akzeptiert. Natürlich, man muss es erklären, man muss also das auch darstellen, dass das halt so ist. Aber wir haben die Erfahrung, das ist durchaus kein Problem. Also wir konnten alle Verkäufe in dem Zusammenhang begleiten und wir haben auch da ohne weiteres auch teilweise doppelt bis dreimal so viel Zeit gelassen oder halt Zeit nehmen müssen, wie wir sonst gemacht hätten. Aber ja, das glaube ich, kriegt man hin. Und vor allem, es ist auch die Frage, was ist denn die Konsequenz daraus, wenn es nicht klappt? Also ich sage jetzt mal angenommen, was würde passieren? Man guckt sich die Immobilie an, ich kriege eine Zusage light von der Bank, die aufgrund der Geschäftsbasis halt erfolgen wird. Dann gehe ich zum Notar, ich unterschreibe, ich verpflichte mich, das Objekt zum Stichtag X zu kaufen. Dann kommt die Bank mit dem Schätzer raus und dann stellt die fest, ja, nee, wollen wir gar nicht so begleiten. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Wir brauchen jetzt ganz andere Sicherheiten. Wir müssen jetzt irgendwas nachbeleihen. Wir hatten auch echt einen krassen Fall mal dazu gehabt. Das habe ich so in der Tiefe und Breite noch nie erlebt gehabt. Wir sind im Ruhrgebiet. So, Ruhrgebiet ist klar, Bergwerk. Es gibt, glaube ich, nichts im Ruhrgebiet, was nicht irgendwie durch 80 Bergwerksschichten irgendwie durchgebohrt wurde. Und daher ist natürlich halt Bergwerksschäden halt immer ein Thema. Jetzt habe ich ein Objekt verkauft, da waren in der Lagerhalle Risse. Ich meine, Risse im Ruhrgebiet. Hallo, das ist ja, keine Ahnung, ist der Papst katholisch? Also, ich habe mal, ein Freund von mir ist Architekt und er sagt, solange du in die Risse nicht den Finger reinstecken kannst, also sprich nicht fingerbreit ist, mach dir keine Sorgen. Das ist ein Setzungsrisse, das ist alles nur oberflächlich Putz und so weiter, ne? So, und Schätzer hat das halt gesehen und hat das als Bergwerksschaden gesehen und hat gesagt, nee, ist Bergwerksschaden, da hat die Bank finanziert, die Deutsche war das, und der sagt, ja, nee, das sehen wir jetzt aber gar nicht mehr so gut, das Objekt möchten wir nicht mehr so begleiten, also das ist uns viel zu gefährlich. Du hast zwei Möglichkeiten, entweder du
kriegst von uns kein Geld. Oder wir haben so einen Spezial-Supergutachter, der extra für Bergwerksschäden ist. Der muss ja sich diese Akten erstmal einsehen. Da muss er zur RAG, das ist also die Ruhrkohle AG, die Stiftung, die quasi die Ewigkeitsschäden hat. Da muss man Voranfragen stellen. Man muss an sicherstellen, dass kein Bergwerksverzicht oder kein Schadenverzicht unterschrieben ist. Und wenn das alles geschehen ist, dann gucken Sie die Geschichte nochmal an und dann können wir uns mal vielleicht darüber unterhalten. Das Ganze hat sich, glaube ich, ich weiß es nicht, 12, 14, 16 Wochen hingezogen. Das waren auf jeden Fall gute 3 Monate. Einfach deswegen, weil einer von den Sachverständigen... Ach so, Ergebnis war natürlich nichts, ne? Wie es sich natürlich gehört. Also es war ein falscher Alarm. Wie gesagt, das also wir haben jetzt nicht nur einen Objekt verkauft bisher. Und wenn ich immer was sehe, wo ich denke, das sieht ein bisschen komisch aus, wir hatten einen sehr erfahrenen Verkäufer dabei, einen Käufer, der bei uns im Bestand ist, der hat, glaube ich, alle 15, 16 Objekte bei uns, die er hält. Also das waren alles keine Leute, die Erstkäufer sind, muss man so zu sagen. Aber sowas kann dir jederzeit passieren. Es muss einfach nur ein Sachverständiger rauskommen, der einfach irgendwas... weiß ich nicht, komisch einschätzt und dann daraufhin eine ganze Situation, ja, eine komische Wendung nimmt, die man vorher nicht gesehen hat. Ne? Und wenn du dann verpflichtet bist, zum Stichtag X zu zahlen, es ist ja so, dass ich glaube, in allen Verträgen, also ich kenne, glaube ich, keinen einzigen, wo nicht dann direkt der ZV direkt unterwirfst, mit drin ist. Da kann man auf jeden Fall, glaube ich, recht schnell und vor allem ohne begründete Not in Schwierigkeiten kommen. Daher, also, das ist jetzt eigentlich nicht ein Kern-Corona-Fehler, aber jetzt ist er noch umso wichtiger, dass man das nicht macht. Für mich ist ganz wichtig, erst Kreditvertrag und dann der Notarvertrag. Punkt. So, ich habe gesagt 5 Punkte, aber trotzdem einen letzten Punkt sage ich nochmal dazu. Nimm es als Zusatz oder als Add-on oder wie auch immer. Oder Punkt 6, auch in Ordnung. Nicht genug Liquidität. Das ist immer das A und O. Ne? Man muss immer liquide sein. Wir begleiten wirklich nicht nur einen Kunden. Wir haben echt... viele Kunden erlebt und alle Kunden, die Schwierigkeiten haben, die grundsätzliche Schwierigkeiten kriegen, das sind die Leute, die nicht eine angemessene Liquidität sichergestellt haben. Das heißt angemessen heißt, ich muss immer gucken, Portfolio, wie groß ist das? Wie ist der Bestand? Auch ganz wichtig. Also ich sage mal so, mal 2 Extremvergleiche. Wenn ich jetzt in Neubau investiert bin, brauche ich eine andere Rücklage, als wenn ich Häuser habe, die, weiß nicht, Jugendstil, 1890, 1900 rum gebaut wurden. Da habe ich natürlich ganz andere Instandsetzungsquoten zueinander. Ne? Das heißt also immer ganz klar, Objektzustand, Sanierungszustand, Sanierungsstau ist dabei Unterhaltungszustand. Dann natürlich klar, wir gucken einmal so eine kleine Benchmark dazu. Wie ist das Mieterverhalten, Leerstandsquoten, am besten über längeren Zeitraum gerechnet. Und daraus geben wir in der Regel eine ziemlich gute Empfehlung, mit der man Liquidität sicherstellen sollte. Und meine persönliche Meinung ist, das sage ich heute nicht das erste Mal, glaube ich, in den Folgen zuvor, wir es auch schon ein paar Mal gehört haben, Liquidität ist King. Wenn du die nicht hast, kann das gut gehen. Lange, lange, sehr lange. Bis irgendwas eintritt, wo du nicht mehr Liquidität hast und dann kommst du in enorme Schwierigkeiten. Daher wäre also mein Zusatztipp oder mein Always-Tipp oder wie auch immer das bezeichnen willst, ist, du musst einfach Liquidität in einem angemessenen Rahmen haben. Das ist einfach unverzichtbar. So, das wären eigentlich so meine Punkte zum Thema, die Big Five Failures zu Corona. Ich hoffe, dir hat das ganz soweit gefallen und du hast Spaß an den Folgen. Wir sammeln momentan noch Themen. Wir kriegen auch immer wieder Zuschriften. Also wenn du etwas hast, was dich beschäftigt, wenn du sagst, das wäre ein Thema, was vielleicht auch für andere spannend wäre, dann schreib mir gerne eine Meinung dazu. Gerne auch ruhig 2, 3 Sätze oder auch mehr, je nachdem. Wenn es spannend ist und vielleicht auch mehrere interessiert, dann unterhalten wir uns gerne dazu. Also, ich freue mich auf deine Zuschriften und bis bald. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de.
Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonnier den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling.